jetzt sehen wir uns mal wieder per Kamera. Ich möchte heute unter anderem diese drei Becken, das oben seht ihr nicht, sauber machen mit euch zusammen, weil das sehr oft angefragt wurde, wie ich das Ganze angehe. Ihr seht, hier ist es sehr dunkel, hier ist schon das Wasser halb raus und ja, die Becken haben es mal wieder nötig. Ich zeige euch mal ein paar Utensilien, die ich noch zusätzlich benutze. Unter anderem hier so ein Schaber, den man eigentlich fürs Terrarienfeld benutzt. Den nutze ich für die Aquarienscheiben, um da Algen und so weiter abzukriegen. Dann eine ganz normale Schere, die ist schon ein bisschen angerostet, weil ich die das letzte Mal nicht trocken gemacht habe. Dann so ein Magnet für die Scheibe, wo man die Scheibe sauber macht. Da habe ich zwei verschiedene, einmal einen sehr groben und einmal diesen feinen. Ein ganz normaler Schwamm, der nur fürs Aquarium benutzt hat, der hat eine weiche Seite und auch eine grobe Seite. Die grobe benutze ich eigentlich so gut wie nie. Hier ist die weiche Seite entscheidend. Die gibt es auch, glaube ich, nicht zu kaufen. Die habe ich mal bekommen. Ja, ansonsten ganz viele Eimer. Ganz viele Tücher habe ich hier immer liegen, dass wenn ich matsche, ich sofort das Wasser entfernen kann. Dann habe ich verschiedene dicke Schläuche. Okay, jetzt wird es sehr hell gerade hier. einmal so einen dünnen Luftschlauch. Die benutze ich meistens nur für die Jungtierbecken, deswegen brauche ich den heute nicht. Dann habe ich hier ein 12×16. Und der ist, glaube ich, 10, wenn überhaupt. Also von den Dicken her zwei unterschiedliche. Weil im großen Aquarium kann ich den großen besser verwenden und im kleinen den besser. Auch wegen der Fische, dass ich da keinen einsauge. Wie das Ganze jetzt mit dem Wasser ansaugen und so weiter funktioniert, das kennt ihr wahrscheinlich alles. Man macht den Schlauch rein, zieht einmal kurz und dann macht die Schwerkraft den Rest. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr euch eine extra Pumpe besorgen. Das Highlight bei mir ist dann immer, dass ich die Eimer zwar mit dem dreckigen Wasser wegschleppe, aber dann hinterher dann per diesem In-N-Out von Tetra, verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox, die Becken wieder mit frischem Wasser befülle. Das heißt, das frische Wasser kommt bei mir direkt aus der Leitung. Das ist nicht temperiert, aber ich habe bisher keine Probleme gehabt. Wenn ihr empfindliche Tiere habt oder Fische, die das nicht vertragen oder ihr noch Osmosewasser etc. machen müsst, dann müsst ihr das halt in einen Eimer füllen oder so. Aber dieses Eimer hin und her schleppen muss ich jetzt nicht machen. Genau, ab jetzt seht ihr mich nicht mehr und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Vergesst nicht unten in der Infobox nachzuschauen, da verlinke ich euch alle möglichen Produkte, die ihr gebrauchen könntet. Und da würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und vielleicht ein Like oder einen Kommentar. Bevor ich mit den endgültigen Wasserablassen beginne, mache ich meistens das Becken an sich sauber. Ich mache das auch mit der Hand. Ich habe hier immer mal wieder so Algenbildung. Das fische ich manuell raus, sodass der Fisch, den ihr jetzt hier seht, der ein alter Rentner, so wenig gestresst wird wie möglich. Wenn ich da jetzt mit einer Pinzette reingehe oder irgendeinem anderen Gegenstand, habe ich gar nicht das Gefühl und erkennt die Hand und weiß, Hand ist jetzt nicht unbedingt böse. Es ist ein bisschen Aufregung, aber mehr auch nicht. Genau, ich sammle das also eher raus und versuche so wenig Wasserbewegung wie möglich zu produzieren. Was natürlich nicht immer gelingt, aber das Tier kennt es halt schon und hat da nur wenige Probleme.
Ich dünne jetzt hier auch einzelne Pflanzen aus. Die Vasilinia, die soll nicht nach vorne wachsen, das möchte ich nicht. Deswegen kommt die weg. Und da ich so viel davon habe, schneide ich auch einfach die Blätter zurecht und werfe auch die Pflanzen weg. Was jetzt hier hinten im Becken ist, ist noch der Lufthebefilter. Den befreie ich auch von den Pflanzen und der wird dann gleich ausgespült. Okay, so, jetzt ist das Becken fertig. Der einzige Nachteil hier dran ist jetzt, dass das Tier jetzt so lange warten muss, am längsten warten muss. Aber da hier das betagtere Tier drin ist, ist das nicht so schlimm, weil er dann mal ein bisschen kurz Pause hat, bevor dann gleich das Wasser kommt. Deswegen mache ich jetzt oben weiter. Hier habe ich jetzt ein anderes Problem. Der Pflanzenwuchs ist jetzt nicht so stark. Ich habe hier aber ganz viel Grütze, die ich rausholen muss. Und das braucht immer seine Zeit. So, hier beim Großen habe ich ein bisschen mehr zu tun. Da hat die Vaselina ganz schön gewuchert. Diese Scheibe wird bei mir immer sehr schnell dreckig, ihr seht es ja. Das ist dadurch, dass hier sich der Kalk natürlich absetzt. Und deswegen lege ich die weg, dass ich die dann gleich nochmal sauber machen kann. Erstes befreie ich mal den Filter, weil der macht eigentlich auch nichts mehr außer einen guten Eindruck. Den hänge ich meistens hier einfach an die Seite. Oder sie fallen nach hinten rüber. Okay, dann drehe ich das mal weg. Ich gehe da ganz spartanisch vor bei der Vaselina. Mich ärgert die Pflanze. Aber ich finde die halt so vom optischen her eigentlich sehr schön. Wenn ich jetzt hier, ich mache das mal ein bisschen heller, hier so Ausleger habe, dann versuche ich die mit so wenig wie möglich einfach erstmal rauszuziehen. Hey, da ist ja noch ein Fisch drin. Ich überlege wirklich, ob ich die jetzt rausnehme. Das werde ich auch tun. Das tue ich die jetzt nach und nach rausziehen. Natürlich so, dass das Tier so wenig Stress wie möglich hat. Thema Stress werde ich dann am Ende auch noch mal was sagen. Thank you.
So, jetzt sind alle drei Becken leer. Jetzt nehme ich mir meinen Spender und stelle den einfach rein. Und jetzt gehen wir einmal in die Küche und drehen das Wasser auf. Okay, hier ist jetzt mein Spülbecken. Jetzt drehe ich einfach das Wasser auf, habe den Sperrer so, dass es direkt wieder zurückfließt. Und jetzt kommt auch schon hier das Wasser an und füllt jetzt das Becken auf. Wie ihr sehen könnt, sind jetzt alle Becken soweit sauber und auch wieder ein bisschen heller, ein bisschen freundlicher. Hier habe ich hauptsächlich hinten alles gemacht. Und auch hier oben hat das Entfernen der Vaseline richtig viel gebracht. Ja, das war es auch schon von mir. Ich bedanke mich fürs freundliche Zuschauen bis hierhin. Und wie gesagt, schaut mal in meine anderen Videos und in die Infobox. Und ich würde mich über einen Kommentar und ein Like und ein Abo freuen. Tschüss!